Unter Duplexdruck versteht man im Allgemeinen, dass ein Graustufenbild zusammen mit einer zweiten Farbe, meistens mit einer Schmuckfarbe, gedruckt wird. Hierbei muss das Bild speziell farbsepariert werden. Durch den Duplexdruck wird die Wirkung des Bildes verstärkt. Es wird unterschieden zwischen folgenden Druckarten. Unechtem Duplexdruck ist ein farbiger Druck von einer Druckplatte in zwei Durchgängen mit zwei Farben. Der Stand des Bildes wird beim zweiten Durchgang minimal diagonal verschoben. Die andere Variante, echten Duplex, ist ein farbiger Druck von zwei Druckplatten, die sich mit den Tonwerten und Tonabstufungen und der Rasterentwicklung unterscheiden. Eine farbige Vorlage kann im Duplexdruck wesentlich plastischer als im einfarbigen Druck wiedergegeben werden. Besonders im Verlagswesen ist auch das Synonym Duotondruck gebräuchlich. Außerdem kann in der Umgangssprache unter Duplexdruck auch das gleichzeitige oder in zwei Schritten erfolgende Bedrucken von Vorder- und Rückseite eines Mediums mittels eines Computerdruckers oder Tintenstrahlplotters verstanden werden. Da in der deutschen Umgangssprache der englische Ausdruck Duplex unübersetzt als Anglizismus unter Vernachlässigung des Unterschieds zu der deutschen Bedeutung des Begriffes Duplexdruck verwendet wird, das Verwenden des umgangssprachlichen Anglizismus in der Schriftsprache birgt die Gefahr der Verwechslung mit der ursprünglichen Bedeutung des Begriffes Duplexdruck.